Deutsche Soldaten werden für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Das hat es in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Erstmals verleihen Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsminister Franz Josef Jung das Ehrenkreuz der Bundeswehr. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland verleihe ich Herrn Hauptfeldwebel Alexander Dietzen für besonders tapferes Verhalten bei außergewöhnlicher Gefährdung von Leib und Leben das Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit. Unter Einsatz ihres Lebens, so die Kanzlerin, hätten die vier ausgezeichneten Soldaten nach einem Selbstmordanschlag in Afghanistan alles getan, um Kameraden und afghanische Kinder zu retten. Zwei Soldaten und fünf Kinder wurden bei dem Attentat in der Nähe von Kunduz im Oktober 2008 getötet. Die heutige Auszeichnung ist eine besondere staatliche Anerkennung für das soldatische Dienen. Sie erfolgt im Namen aller Bürgerinnen und Bürger unseres Staates, für deren Sicherheit sie sich unter Gefahr für Leib und Leben eingesetzt haben. Das von Jung angestoßene Ehrenkreuz erinnert Kritiker zu sehr an das Eiserne Kreuz und den Zweiten Weltkrieg. Seit den Tagen der Wehrmacht gab es derartige Auszeichnungen in Deutschland nicht mehr. Doch eine Armee im Einsatz brauche eine solche Auszeichnung, sagt die Kanzlerin und fordert mehr Anerkennung für die Soldaten. Die Zeremonie ist betont zivil gehalten.